Hier ist wieder Pano. Heute wollte ich euch mal zeigen, was mir auf dem Schlachtfeld begegnet ist. Hier sind nämlich im gegnerischen Team zwei Orochis, die beide mit Bögen und Wurfmessern rumlaufen. Patz, da kriege ich den ersten ab. Und das geht jetzt locker so weiter. Hier wollte ich meinem Teammate helfen, der geht aber stiften. Da hinten der fällt. Dann habe ich plötzlich drei Gegner gegen mich. Will mich ein bisschen zurückziehen. Denke, vielleicht schaffe ich es ja über genügend Blocken noch, die Rache zu bekommen. Aber was machen die natürlich? Zack. Und da, batz, das Wurfmesser. Das war es auch schon wieder. Ja. Dann hier renne ich rein. Zack, bam. Krieg erstmal einen Pfeil ab. Was passiert dann? Ich will auch noch ihm schlagen. Was macht er dann? Natürlich zack, noch ein Wurfmesser hinterher. Jetzt bin ich auch irgendwie, also habe ich die Konzentration verloren und schaffe es leider nicht mehr, da was gegen ihn zu machen. Nun, dann stelle ich hier beide Orochis gleichzeitig, aber hoffe noch irgendwie einen Rage zu bekommen. Klappt aber auch nicht wirklich, denn da kommt das nächste Wurfmesser. Ja, hier habe ich dann mal gedacht, cool, 1:1 Kampf, mal fair, dann macht er schon Debuff, aber hat eigentlich auch schon gut Schaden gemacht, aber er kommt jetzt auf die grandiose Idee. Ach warum, Patz, hau ich ihm den Bogen weg. Ja, wenn man überlegt, ich wurde fünfmal abgeschossen, das wird anderen Team-Membern genauso gegangen sein. Das heißt, die haben das Spielfeld schon ganz schön dominiert mit ihren Fernkampfwaffen. So, hier weiche ich jetzt aber auch einem aus. Habt ihr gesehen? Nochmal, jetzt kommt nochmal die Zeitlupe. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von For Honor sehen wollt, abonniert diesen Kanal. Ciao, ciao.